befinden uns hier in einer Ortslage der Stadt Ketzin-Havel. Hier ist gegen 0.27 Uhr die Feuerwehr zu einem Brand eines Nebengelasses alarmiert worden. Der Brand ist von einem Nebengelass auf das Wohnhaus übergegriffen. Das Gebäude stand letztlich dann in Vollbrand und daraufhin mussten halt die Vielzahl der Einsatzkräfte auch vorgehalten und auch eingesetzt werden. Wie viele Feuerwehrkräfte kamen jetzt hier zum Einsatz? Insgesamt waren hier an der Einsatzstelle 62 Einsatzkräfte vor Ort. Ja, da es sich hier um ein Wochenendwohngebiet handelt und die Zuwegungen dazu halt nicht die einer Normstraße entsprechen, gestaltet sich die Anfahrt und die Unterbringung der Einsatzmittel schon schwierig. Um an den Brand im Dachstuhl ranzukommen, musste auch die Bedachung entfernt werden. Das Nebengelass sowie auch das Wohnhaus sind vollständig ausgebrannt. Die beiden Bewohner konnten das Gebäude unverletzt verlassen und sind jetzt bei Familienangehörigen untergekommen.